Zum vierten Rennen Katrin Nimczyk Rennen. Ein Trab reiten. Die 11 Teilnehmer stellen sich vor eine Wenderstadtprüfung. Mit der 1 Loge November und Katharina Renning. Die 2 Shoguns Do mit Monique Pön. Die 3 Zanetti Jamel mit Romy Wester. Die 4 German Diva Julia Knoch. Die 5 Riskis Ass und Katrin Nimczyk. Die 6 York mit Pia Arokas, die 7 Uranus Vivant mit Nick Hollenberg, die 8 Follow Me mit Sigrid Eichler, die 9 Amedee Walker N mit Caroline Brassin, die 10 Line Furniture mit Silvia Raspe und die 11 Chouchou mit Susanne Koch. Und im ersten Versuch hat es geklappt. Im Trabreiten, das Katrin Nimczyk-Rennen ist gestartet und alle kamen zunächst glatt in die Partie. Follow Me übernimmt erwartungsgemäß das Kommando. Fehler jetzt aber von Zanetti Jamil. 1, Rot, 3,
Zanetti Jamil aus der Partie. Die Führung bei Follow Me Numen ist oben in zweiter Position, dann Friskis Ass. Follow Me, Friskis Ass mit German Diva. So die ersten drei Ausgangs des ersten Bogens. In vierter Position dann Loge November. So geht es in die Tribünen gerade. Follow Me nach einem Fehler aus der Partie. Und die Führung jetzt bei Friskis Ass. Friskis Ass bestimmt das Tempo und naturgemäß German Diva in zweiter Position. Chuchu ist auf dem Vormarsch, hat aus dem zweiten Band aber schon eine Menge Boden gut gemacht mit Logan November in vierter Position, gefolgt von Uranus Vivant. Das Schlusslicht im Moment bei York. Es geht auf den 1000 Meter Pfosten zu, die Hälfte der Distanz ist zurückgelegt, 1.18.7 die zweite Zwischenzeit über den Kilometer, also 1.22.1. Eingangs gegenüber, Schuhschuh macht weiter Druck, aber Friskis Ass hält dagegen, Friskis Ass bedrängt von Schuhschuh, dann German Diva, Logan November, Line Furniture kommt, dann innen Uranus Vivant, dicht dabei auch Amédée Walker N. Ende gegenüber schließt alles dicht zusammen. Der Schlussbogen ist erreicht. Friskis Ass, Schuhschuh mit German Diva, Line Furniture außen. Logan November macht jetzt einen starken Eindruck, kann sich etwas verbessern, geht an die beiden Führenden heran. Und da führt weiter Friskis Ass vor Schuhschuh, dann Logan November, German Diva an der Innenseite. Und die Zielgerade ist erreicht, noch knapp 300 Meter, 1.17.9, die dritte Zwischenzeit, jetzt gilt es. Und jetzt entbrennt der Kampf um den Sieg und da kommt Amédée Walker N so richtig ins Rollen, steckt den Kopf in Front, Amédée Walker N kann sich lösen, dahinter Schuh, innen noch Friskis Ass, aber Line Furniture holt sich dann noch das zweite Geld im Speed, hinter Amédée Walker N das dritte Geld an Schuh und vierter Friskis Ass. Meine Damen und Herren, die vorläufige Platzierung, ein sehr formgemäßer Einlauf, das Ganze natürlich noch vorläufig. Sieger die 9, Amédée Walker N, zweiter die 10, Line Furniture und dritter die 11, Schuhschuh. 9, 10, 11 vorläufig.
Siegerehrung in unserem Trabreiten. Katrin Nimczyk Rennen besiegte die neuen Amelie Walker N. Trainiert und im Besitz von Gerald van Pollard und Siegreiterin Caroline Brassin. Und wir hatten das Katrin Nimczyk Rennen und das lassen sich die Oma von Katrin, oder lässt sich die Oma von Katrin nicht nehmen. Sie übernimmt jetzt die Siegerehrung für Caroline Brassin. Wir sprechen von Frau Luise Maaßen, mit dabei Frau Beate Tutas. Ja, Frau Luise Maaßen, wie gesagt, die Oma von Katrin, unserer neuen Championess der Trabreiterinnen. Frau Caroline darf sich kräftig freuen. Ein feiner Erfolg mit Amelie Walker.